Hallo und herzlich willkommen hier zu Enshrouded. Es geht hier weiter. Ja, wir sind wieder eingehüllt hier. Und ja, es ist noch Nacht. Es wird aber auch bald vielleicht wieder Tag. Man weiß es nicht. Wir sind jetzt eh dann gleich in dieser Krypta drin. Und von daher, ja, ich habe hier mal eine Flamme hier gebaut. Ne? Das habt ihr noch mitbekommen. Ja, da wird mal gucken, wo wir hier reinkommen in das Ding. Krypta der Erbauer, Alchemist, Herr. 400 XP wieder. Da wird man mal den Alchemisten befreien. Da kommen wir nicht hin. Schau an, wie das hier strahlt, wie der Turm hier. Ui, uah. Mach's doch nicht so was hier. Ich glaube, da vorne geht's rein irgendwo. Ja. Komm ich da hoch? Hehe. Okay, so geht's auch. Aber hier wäre der Eingang, ja. Machen wir die Kugel mal an. Ja, da wird man wieder spawnen, wenn es ist. Es ist halt leider kein Beampunkt. Aber okay. Oh, Gegner. Ach du Scheiße, was hat denn der für ein... Der hat irgendwelche Explosivkörper hier. Der hat so einen Mörser oder was hier. Ja, ja, der schießt mit solchen Kugeln anscheinend. Das ist Schlamm. Hm? Da müssen wir nicht rein, das sieht so ungesund aus. Da ist noch so ein Viech. Oh, am besten weghüpfen. Und die nicht zum Schießen kommen lassen, ganz einfach. So, Schrott nehme ich gern. Können wir nämlich weiterführende Sachen bauen. Plündern, was kann ich hier plündern? Wasser. Und ein bisschen Stoff wieder mal. Ja, man kennt es ja. Und dann noch. Nochmal Wasser. So, wie schaut's denn aus? Was ist eigentlich dieser Unterwegs-Buff? Was ist das? Charakter, Status-Details. Straßenstelle eine bequeme Fortbewegung da und verringert die Ausdauer zum Sprint. Ah, auf Straßen rennt man also schneller und braucht weniger Ausdauer. Ne, schneller steht nicht, also nur Ausdauer. 2 Minuten Schutz noch, aber das läuft in 10 Minuten aus, okay. Ja, dann müssen wir es wieder aufwischen. Haha, kleiner Scherz. So, gut, dann haben wir das hier geklärt. Habe ich jetzt den Honig gegessen? Nein. So, Knarz. Warte mal, alt. Wir haben noch Maiskolben. Das sieht alt aus. Ja, unser Hackebeilchen ist gar nicht mehr so stabil. Mal gucken, gibt es hier irgendwo einen Amboss? Mal gucken. Grüß Gott. Ach, du hast normale Pfeile, okay. Okay, der Hund war One-Shot, okay. Aua. Ach so, ja, die habt so eine blöde Serie. So. Der Hund war One-Shot. Was haben sie gesagt? Ich verstehe sie so schlecht. So. Hat er mich jetzt ein paar Mal getroffen, der Blödmann? Ich habe doch geblockt. So. Es sieht auch immer aus wie Gift, wenn man da hier ein Heilding nimmt. Noch ein Mehl. Spektralschild bei Schmied. Das ist was ganz was Neues, okay. Da wird man wahrscheinlich noch Knochenmehl brauchen, aber ich weiß ja nicht, wie man das herstellt. Was ist denn das? Ach, das ist ein Rambock. Ich denke gerade, was ist das für ein Ding? Ah, hier ist ein Amboss. Yes! Warum liegt da eigentlich immer eine Leiche drauf? Das ist dann mal ganz eklig. So, Metallschrott. Yes! Knistern der Zauberstab, den wird mir eh wieder zerlegen. So einen hatte ich schon mal. Wie gesagt, zaubern werde ich hier nicht. Also zumindest nicht so schnell. Ich meine, man könnte sich mit Zaubern heilen, aber ich weiß gar nicht. Ja, da braucht man halt dann verschiedene Stäbe, oder? Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also ich verstanden habe, weil das ja Aufladungen sind für einen Stab.
Oder nee, verschiedene Stäbe braucht man zwar nicht, aber die Aufladung halt jeweils, ne? Das ist eigentlich wie beim Bogen, da musst du immer raussuchen, was brauche ich denn jetzt und so. Hat mal ausgeruht. Naja, gut, das ist nicht viel Komfort hier. Nirsch. So, alles kaputt. Schrott, ja, ich nehme doch so gerne Schrott mit. Ach, man, jetzt haben wir eh schon Bomben. Also, dann nehmen wir sie mit. Aber, wie gesagt, ich finde die nicht so wirkvoll. Was? Wirkvoll? Wirkungsvoll, meine ich natürlich. Sehe hier nichts. Ja, ich meine, so ein Lager, wenn es schon da ist, nimmt man halt mal gern mit, ne? So, Krypta da Bauer. Da geht's lang. Dann dort oben. Ja. Aber bei Nacht. Also, man muss nicht immer Tag haben, aber hier ist auch gut beleuchtet gewesen. Gewesen. Betonung liegt auf gewesen. Aber wir haben ja auch eine Fackel, also so ist es ja nicht. Was? Ach so, ernten. Wie jetzt? Nee. Hier geht's nach oben. Ja, das war jetzt ein Kalter hier. Die haben mich verarscht. Ich würde doch ganz gerne, warte mal, die Fackel mal wieder hier weg. Ich setze mich mal hier hin, kurz hin. Mal ein bisschen Ausdauer tanken. Weil das ist halt schon, ne? Ja gut, der Miesmaschütz ist bald rum. Ist nicht so tragisch. Wir könnten auch kurz nach Hause Ausdauer tanken und dann wieder hierher. Dann hätten wir halt wieder 17 Minuten Ruhe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch gehen wir hier, wenn wir Komfort 1 haben, klappt nur auf 6 oder 7 oder so. Dauert eine Weile. Daheim geht es schneller. 6, okay. Gut. Das meine ich halt, es ist so schnell hell hier. Na gut, warum soll man sich lang mit Dämmerung und Morgenrot hier vergnügen? Macht das einfach sehr schnell hell, ne? Grüß Gott. Ja, beruhigen Sie sich, darf ich auch mal. Ah, okay. Ah, hui. Schießt wieder einer. Wo ist denn der? Ach, da oben. Moment. Aha. Header. Das waren zwei Header, oder? Da kann ich den hier auch gleich mal. Hä, der kommt gar nicht. Ja, doch, jetzt kommt er. Das nehme ich mit. Das Elixier brauche ich nicht. Das will ich nicht. Könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt? Fragt einfach nicht, warum. Das interessiert mich nicht. So, Standard oben. Okay. Ja, ich will mich hier ein bisschen umgucken. Das wisst ihr ja. Ach, die haben das auch annektiert. Da haben sie ihre Fahne hingehängt. Ja, wir nehmen hier den Weg. Das geht schneller. So, plündern. Noch mehr Fleisch. Ja, ich habe gedacht, das Ding kann man auch lesen oder so. Aber kein Obelisk. So, da draus kriegt man Schrott, das weiß ich. Darum zerdepper ich das. Ach, Sprengfässer. So, das können wir. Das Fass. Nicht gescheit bei rumgekommen. So, was haben wir hier? Neue Geschichtsseite, Plünderer, Plünder Versteck. Unsere Beute ist verstaut. Die Beute war zu gut, um sie mit dem Rest und dieser Halbschneider zu teilen. Also versteckte ich sie, die besten Teile am letzten Ort, an dem jemand suchen würde. Du kennst die Höhle gut genug. Ach, das war die erste Seite. Dann haben wir die Geschichte eigentlich auch abgeschlossen, ne? Warte mal, das können wir gleich mal nachgucken. Geschichten.
Plünderer? Nee, doch nicht. Ja, das ist die erste Seite davon, aber die letzte Seite haben wir gar nicht. Ach, vielleicht kriegen wir das durch den Schmied, ich weiß es gar nicht. Gut, okay. Ja, ich werde das halt umgehend immer jetzt lesen, weil sonst verliert es seinen Zusammenhang. Wenn ich da das erst irgendwann später nochmal entdecke und dann gucke, was war das jetzt wieder? So, hier schön Fässer, die entschärfen mal. Hat mich jetzt noch ein bisschen erwischt, oder wie jetzt? Wieder das Grün nachwächst. Na, da haben wir ein Loch reingesprengt, okay. Da wieder ein Rambock hier stehen. Warte mal, hier drin ist was. Warte mal, Ah, okay. Grüß Gott. Ich war es nicht. Es ist von allein zusammengefallen. Vielleicht darf ich auch mal. Ah. Ja. Oh, Stufenaufstieg 6. Yes. Geilometer. Geilometer. Fähigkeitenpunkt. Danke. Müssen wir wieder 2 haben, oder? Wasser und Trank. Plündern. Das ist ein Bett. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und eine Matratze. Naja. Ja. Da können wir drauf schlafen, okay. Knirsch, Salz. Nehmen wir. Ich will da nicht. So. Mein Miesma-Schütz ist gleich auf. Wow. Das war jetzt aber schnell. So, der Schütz ist gleich rum. Das macht aber nichts. Wir sind eh nicht da drin. Knirsch. So, alles mitgenommen. Ja, gut, wie gesagt. So. Es geht schneller, wie wenn ich die Leiter benutze. Wobei die jetzt relativ fix nach oben war. Was haben die denn da? Doch so eine. Wie nennt man das? So eine Arabest. So, nee. Treibend Werk nennt man sowas. So eine Armbrust, eine stationäre. Wo man rumschieben kann. Zwar ein bisschen, aber ja. Kennt man eigentlich mehr auch von Schiffen. Da wurde auf Schiffe mit geschossen. Man konnte auch einen Enterhaken mitschießen. So, gehen wir mal hier rein, die gute Bude. Das hier für eine Verzierung. Das sieht auch witzig aus. So. Okay. Das sieht immer aus wie so ein Weinregal hier. Ein Flaschenregal. So, wollen wir doch mal gucken. Wir können nach rechts oder wir können nach links. Oder wie? Ah, wir bekommen hier wieder. Aha! Da ist ein Knopf. Aha, eine Truhe. Ach, war Schrott drin. Danke für nix. So, wartet mal. Lass mich mal kurz gucken. Das ist ein Raum, ja. Das ist ein Raum. Ich komme gleich wieder. Ich gehe jetzt mal von der anderen Seite. Vielleicht ist da auch versteckt drin. Okay, die haben mich gehört. Aber egal. Verarscht die jetzt? Ah, nee, geht nicht. Ja, komm mal her. Lauf in deine eigene Falle. Machen sie jetzt natürlich nicht, ne? Hopp, 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 hopp. Aha. Ah! Ja, sowas nennt man die Umgebung sinnvoll nutzen. Aha, Edge. So. Da müsste schon andere Gefechte auffahren hier, um mich zu zerstören. So leicht gebe ich jetzt nicht mehr den Löffel ab, das sage ich euch. Kann man hier? Nee, die Wand lassen wir zu. Hat das nochmal so ein Heinzi? Schade. Aber Kid, ja. Ja, das ist tödlich, wenn man sich so freut. Oder was auch immer der da macht. Das nehmen wir, das Elixier lasse ich, das will ich nicht.
Nach Lava, also kalte Füße hat man hier nicht. Hat man Fußbodenheizung. So, das nehmen wir mit. Okay. Ja, wegen Schrott mache ich das kaputt. Das oben weiß ich nicht, ob man zerstören kann, ob man da auch Schrott rausbekäme. Hier ist, Moment, hier geht's in den Keller und nach oben geht's. Nichts bei Gescheites hier. Auch nicht. Hm. Wir haben jetzt ein bisschen Bretter reingebaut hier. Das sind wir, ja, das war das. Jetzt sind wir einmal rum. Jetzt gucken wir mal in den Keller runter. Wir gucken mal nach der Kartoffeln oder nach der Kohlen. Warte mal, was ist denn hier? Aha. Ihr verarscht mich nicht. Ah, toll. Was ist jetzt bloß noch explosive Bomben drin? Das ist doch lame. Oh ja, Falle. Falle entfernen Karte bitte. Moment. Was passiert, wenn ich da drauf gehe? Weiß es nicht. Okay, gar nichts. Weil das erste aktive Hydrur aufmache. Alchemistenring. Lebenspunkte, Ausdauer, Mana-Punkte. Hm. 10 Lebenspunkte. Ein Ring mit folgender glühend blauen Gravur. Möge dich das Miesmann niemals ins Wanken bringen. Baldassar. Warte mal, was haben wir jetzt im Moment für einen Ring? C? Ne, C war es nicht. H? Ne, das ist... egal, dann gehen wir. End wäre es gewesen. So, wir haben einen Alchemistenring und wir haben... Ja gut, wir können den Ring austauschen. Ja, jetzt haben wir halt noch Mana-Punkte, obwohl wir es nicht brauchen, aber ja. Vielleicht irgendwie zaubern wir nachher. Ich hab's gewusst, jetzt ist das Ding an hier. So, aber das ist eigentlich harmlos. Das kann man relativ schnell überwinden. So. Moment mal. Ganz kurz. Ich muss nochmal ganz kurz da runter gucken. Ach so, ja, nee, das war... Und das ist hier verbaut, oder? Ja, das baut. Alles klar, sonst hätten wir da an zwei Seiten runtergekönnt. Da haben sich die Bösen eingenistet hier drin. So, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Rechts, links ist egal, oder? Hier ist es dunkel. Warum ist es jetzt dunkel? Ich glaube, da können wir auch wieder auf beiden Seiten gucken. Ich muss gerade gucken, ob meine Aufnahme noch läuft. Weil manchmal schmiert mir einfach der Encoder ab, irgendwie, warum auch immer. Ich weiß nicht, was da das Studio hat. Aber es ist nicht nur das Spiel, es passt. Oh, grüß Gott. Er wird bewacht, okay. Der Alchemist wird bewacht. Ich weiß zwar nicht, was die davon haben, aber ja gut, dann wird man die jetzt mal. Warte mal, können wir die einzeln pullen? Hallo? Hä? Ich treffe den doch gar nicht, oder wie? Na gut, die können wir nicht pullen. Naja, egal. Das sind ja nur zwei. Ja, spinne dich einfach mal aus. So, und tot. Eigentlich sind sie relativ harmlos, wenn man die Angriffe kennt. Das nehmen wir. Ach, naja. Warte mal, schmeiß mal weg, das brauchen wir nicht. Plündern! Nehmen wir alles. Fackel, Dings da. Ich will ein bisschen Schrott. Igel! Ja, da sind Pfeile drin. Feuersteinpfeile. Ah, Amboss reparieren.
Nicht Amboss Ausrüstung meine ich natürlich. Warum liegt da immer so eine Axt? So, zack. Okay. Okay. Wenn ich jetzt das zerstöre, kriege ich das? Nee, kriege ich nicht, oder? Nee. Das liegt ja einfach nur rum. Einfach eine Axt. Gut, dann gucken wir mal, den Alchemisten befreien. Der ist auch erstochen hier. Überlebenden aufwecken. Handschuhe des Alchemisten-Lehrlings plus 20 mehr unter Alchemist. Ah, okay. Nice. Neuer Ort kartiert. Katara. Haha. So. Mächtige Alchemie, neue Quest. Guten Tag. Das wäre ein Gitter, aber da sehe ich nichts. Noch einmal bei Schleifsteine. Rezept, yes, das können wir jetzt auch herstellen. Also da brauchen wir wahrscheinlich Knochen. Das gibt Sinn, oder? So, gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Nee, können wir alles nicht. Den hat zerschlagen. Noch viele Uhren, aber die sind teilweise kaputt. Ja, das war's dann. Können wir wieder gehen. Mal hier außen nochmal rumgucken, ob hier irgendwas ist. Könnte ja noch versteckt sein, ne? Man weiß es nie. Man weiß es nie. Ja, dann haben wir... Das ist eine geile Quote. Wir haben jetzt schon 3 Überlebende. Den Alchemisten beschwören. So, mal gucken. Hier geht's wieder. Ja. Ja, das ist doch ein schöner Ausblick. Lass ihn noch mal kurz gucken. Ja, hier ist aber eigentlich ein... Ich würde ganz gern wissen, was das hier für ein Turm ist. Ah, wir können ja mal drauf zureisen, aber ich glaube, das war ein Miesmergraben drunter. Da ist ein Miesmergraben. Da oben irgendwas Besonderes, aber ich glaube nicht. Alles Ruine. Und da drüben war man eigentlich. Ekelhaft hier, dieses sumpfige Gebiet. Ach, wieder ein Wolf. 2 Wölfe, okay. 3 Wölfe, alles klar. Ja, beißt euch selber. Das ist immer am besten. Einmal... Ah, ich hasse das, wenn sie das machen, so blöd laufen. So. Ja, leider verletzen sie sich nicht gegeneinander. So, yes. Fleisch 2-mal. Morgen gern. Was ist denn... Ganz kurz mal gucken. Was ist denn das hier für ein Dorf? Okay. Nett. Da ist doch eine Kirche, oder? Na, guck an, da sind noch mehr Wölfe. Aber wie gesagt, die sind eigentlich relativ harmlos. Sag mal hier. Ah, da waren wir, glaub ich, schon mal. Ja, da waren wir doch bei dem Dorf auch schon mal, oder? Das war doch das. Hier wieder. Ah, hier gibt. Ah, okay. Jetzt haben wir wieder einen Schwarm. Der blöde Schwarm, der. Ja, stecht mich. So. Weil wir haben jetzt schon so oft keinen Schwarm gehabt. Da macht es jetzt auch mal nichts, wenn wir mal einen haben. Dafür nehmen wir jetzt natürlich auch den Honig weg. So, das. Ich glaube, das erreicht man nicht, oder? Ja, dann nehmen wir die beide. So, das hier.
Hintertan. Ah doch, ja, da waren wir mal ganz kurz. Da waren wir mal ganz kurz. Aber das eine sieht aus wie eine Kirche. Waren wir da in dem Haus drin? Ich glaube schon. Da zertrümmere ich jetzt mal gar nichts. Ich gucke nochmal geschwind durch. Nochmal eine Tür. Ja, doch, das Haus kenne ich schon. Das kenne ich schon, aber ich weiß nicht, war ich in der Kirche? War ich dann in der Kirche? Das ist dieses Anschlagbrett. Doch, ja, doch, doch, ah, ja, doch, ja. Das wird der komische Skelettritter da, oder was es sein soll. Okay, ja, doch, da war man. Jetzt erinnere ich mich wieder. Aber es war dunkel damals, als wir hier waren, glaube ich. Oder? So, aber was ist jetzt? Ist das hier diese. Das nicht, ne? Dann zu Hause. Krypta der Bauer Alchemist, da brauchen wir eigentlich nicht mehr hin. Plünderversteck. Friedlicher Acker. Refugium, Miserwurzel. Plünderlage mit Schacht, da müssen wir nochmal hin. Da haben wir noch was zu erledigen. Aber da oben, eigentlich könnten wir das entfernen. Ach ja, beim Brutnest war ich jetzt gar nicht. Aber da kommen wir, glaube ich, so gar nicht hin. Wir gehen einmal hier hin und zerstören das. Beziehungsweise, ja, wir müssen es eigentlich irgendwo anders hinsetzen. Ach, ich kann ja mal mit der Flamme kommunizieren. Ein weiterer Überlebender ist erwacht. Der Alchemist wird sich mit seinen Tränken und Heiltinkturen als sehr hilfreich erweisen. So, Flamme tilgen, Flamme tilgen. Schließen. Zack. Ein paar Steine mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon ein paar Steine eingesammelt. Lagen da jetzt auch noch ein paar rum. Habe ich Stein? Quatsch, falsche Taste. Zwei Steine. Da liegt noch ein Stein. Jetzt haben wir genügend Steine für einen weiteren Altar. So. Also es lohnt sich tatsächlich immer wieder mal so einen Altar zu bauen. Ich meine, wir werden, wie gesagt, später, wenn wir die Flamme erweitern können, werden wir noch mehr bauen können, solche Altare, ne? Aber jetzt halt haben wir nur vier und deswegen sollte eigentlich immer ein Platz übrig bleiben. So, genau in die Richtung möchte ich. Genau in die Richtung, wie ich jetzt gucke. Ah, da ist wieder ein Wolf. Da laufe ich mir einen Wolf. Grüß Gott. Na, greif an, hopp. Beiß, hopp. Hast Angst? Ja, der hat Angst. Aber jetzt, ja, seht ihr, ich wollte plündern und dann hätte er zugeschlagen, der Sack. Doch nicht die feine Art, oder? Das sind echt. Okay. Das sind sehr viele, naja, Knochen nicht, aber. Sind das hier alles Knochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Okay, hier kann man nichts zerstören. Hätte ja sein können. So, wartet mal. Sind wir noch auf Kurs? Ja, wir sind auf Kurs. Ich meine, da unten drunter ist diese Brutdings da hier. So, da können wir noch einen Honig abdingsen. So, zerschlagen ist auch nicht. Habe ich die Bären? Naja, gut, ist egal. Jetzt müssen wir mal hier gucken, ob es hier irgendwo
einen Ausgang gibt. Na, guck an. Da. Ihr müsst früher aufstehen, wenn ihr mich haben wollt. Eine Höhlung. Ha. Wir hatten hier eine Truhe hin. Dietrich, da muss aber was Gescheites drin sein, wenn Dietrich brauchst. Naja, gut, ein Heiltrank. Die können wir uns wahrscheinlich jetzt demnächst selber herstellen. Dann brauchen wir so Heilgedöns gar nicht mehr hier, so wirklich. Dann machen wir nur noch Tränke und dann geht's ab. So, gut, hier ist auch kein... Ja, das ist das Problem jetzt hier. Da geht's jetzt mies mal. Da ist auch so eine Pflanze, okay. Wenn wir die zerstören, dann haben wir da eine Chance. Das machen wir geschwind, Leute, komm. Na gut, jetzt hätte ich einen Trank nehmen können, jo. Zack. Ich meine, die Wurzel kann nichts. Die macht mir nichts. Ja, neuer Fähigkeitenpunkt. Nice. Ich glaube, wenn ich so eine Wurzel kaputt mache, kriege ich auch mal so einen Punkt. Oh, kann das sein? Ich weiß es ja nicht. Da das sind diese ekelhaften Polypen-Dinger da. Ekelhaft, wirklich ekelhaft. Da. Ja, schau an, da haben wir jetzt nämlich schon wieder ein Gebiet, wo kein Miesma mehr ist. Aber das wird eh wieder. Irgendwie wachsen die Wurzeln wieder nach, glaube ich. Aber Moment mal, bringt mir das hier jetzt überhaupt was? Weil. Ja, hier geht's runter. Das ist das Problem. Komme ich nämlich gar nicht hoch. Ja, also. Mieser Wurzel. Das Brutnest wird ein wenig ein Problem. Was das gerade für ein Aussetzer? Ah, da ist noch so ein Polyp. Okay. Ich guck gerade, ob ich hier irgendwie runterkomme und auch wieder hoch, wenn es ist. Es könnte... Ja, nee, ich glaube, da wird es dann zu steil. Dass ich fast hier irgendwie versuchen, einen Weg hinzugraben, dass man sich da retten kann, sozusagen. Ich meine, ich denke mal, dass die Wurzel wieder da sein wird demnächst. So, da können wir ein bisschen Flüssigkeit mitnehmen. Ja, sobald halt die Wurzel gekillt ist, ist es ja auch wieder grün, ne? Ne, aber du kommst ja nicht. Du kommst ja nicht irgendwie hin. Ohne dass du ein Problem hast. Ja gut, dann haben wir das auch erledigt, dass ich die noch nicht entdeckt habe. Ich bin hier, gut, ich bin hier rumgerannt, als ich da von der Mine weg bin. Aber da war ich nicht weit genug her oben, damit ich das entdeckt hätte. Ja, Brutnest haben wir jetzt noch. Also ich denke, dass diese Brutdings da drin ist, diese Mutter oder wie auch immer. Schrein der Flamme. Aha. Hier haben wir noch einen Elixierbrunnen. Da weiß ich noch nicht, da müssen wir mal gucken. Aber da haben wir jetzt, na gut, wir können von hier hoch beamen, das geht. Schrein der Flamme. Da haben wir schon jede Menge Flammenschreine. Hier ist auch einer. Okay. Also Flämmle kriegt man genug. Also das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr. Ich überlege mir nur gerade, ob wir da nicht doch nochmal einen Altar hinbauen. Das Sinn macht. Wobei, wir haben hier einen. Da würde ich eher sagen, ja, wir lassen das mal. Hier müssen wir auch mal noch hingucken, was das ist genau. Aber da möchte ich gerne ein bisschen Vorbereiter fürs Miesma sein. Will ja kein Miesepeter sein. So, da müssen wir auch noch mal hin. Zum Plünderlager mit Schacht und keiner lacht. Gut, da kommen wir eigentlich von unserem Zuhause relativ schnell hin. Das ist überhaupt kein Problem. Da ich reise...
Was heißt hier hey? So, der Schmied hat was. Okay, den können wir anschwätzen. To flame and glory. Oswald Anders, der Schmied. Ja, du bist es aber nicht. Die heulende Klinge haben wir hier. Blinder versteckt Geschichte, okay. Du schwingst die heulende Klinge. Ich habe sie für sie geschmiedet, bevor sie mich verließ. Gut. Du darfst sie an ihrer Stelle schwingen. Durchbohr das Herz des Miesmaß. Flammblut. Das hätte meine Tochter so gewollt. Okay. Ja. Übrigens, Beileid deiner Tochter hier, ne? Gut, okay. Düdelüt. Magieschilde. Block 3. Warum? Naja, gut, das würde gegen Magie helfen. Dieser magische Schild erlaubt es ja, physische Angriffe zu blocken. Blocken verbraucht Ausdauer, aber Giftresistenz. Barrierkraft 13. Warte mal ganz kurz. Nee, das geht so nicht. Heulende Klinge. Ja, gut, das wird man mal testen. Wir tun die aufwerten jetzt mal hier alle. Hallo? Verbessern? Na nö. Warum geht denn das nicht? So, wartet mal ganz kurz. Vielleicht, weil das Inventar voll ist. Dann wieder Bärlies. Ah, jetzt ist schon wieder Nacht. Guck an. Sind wir ja rechtzeitig zurückgegangen. So, die Bärlies haben wir mal da rein. Der Ring. Den kannst du auch nur löschen. Gut, wir legen den mal wieder hier ins Truhe hier rein. Zack. Oder muss ich jetzt wieder die... Es kann doch nicht sein. Vorhin konnte ich verbessern, ohne dass ich die Runen raushol. Erde. Düdelüdüdü. Erde kann man in den Ofen knallen hier. Zack. Ja, ist alles voll. Man kann aber hier nicht... kann ich den auch irgendwie anhalten? Weil Holzsäure müssten wir vielleicht mal gucken. Medizin für die Alchemie, ja, das wähle ich mal aus. Ja gut, der macht zwar was, aber viel wird er nicht machen können. Da braucht er Erde und Holzscheide. Okay, alles klar. Holzscheide, warte mal. Holzscheide, Holzscheide. Habe ich natürlich im Inventar. Ich hatte doch Holzscheide noch. Ich kann nicht mehr da. Oder habe ich die... Ach nee, die habe ich glaube jetzt reingeknallt. Ja, gut. Passt schon. Bestand sortieren. Warte mal, was können wir machen? So, gut. Da haben wir noch einen knisternden Zauberstab. Den zerlegen wir. Die Unglückskeule. So. Hier fliegen Funken. Ja, freu dich. Ausrüstung verbessern. Das. Aha. Komischerweise brauche ich jetzt hier wieder die Münzen. Vorher ging das. Aber naja, gut, kein Problem. Dann hole ich sie halt raus. So. Packen wir es an. Ja, packen wir es an, sage ich auch. Heulende Klinge verbessern. Drei Stichschaden. Okay. Schnittschaden. Ach, das ist ein geiles Schwert. Wuchtschaden nochmal. Also haben wir schon 6 plus. Und 4-mal Schnittschaden. Oh, geil. So. 22 Schaden. 160 maximale Haltbarkeit. Was hat denn die Guillotine an Haltbarkeit? 53. Barrierkraft 5. Ja gut, weil, ja gut, die... ja, die hat halt mindestens die doppelte Haltbarkeit. Na, da müssten wir fast... Da müssten wir ja fast die Guillotine noch mitbehalten. Und wenn das Schwert hier praktisch ziemlich beschädigt oder kaputt ist, dann müssten wir halt wechseln wieder die Waffe. Aber ich würde es gern behalten, weil wir da mit dem Schild blocken können. Die Unglückskeule will ich jetzt einmal aufbessern, einfach so, weil ich es kann. Das will man vergleichen, 30 Schaden. Es ist eigentlich gleich wie die Guillotine, bloß andere Schadensarten.
Gut, die hat überhaupt keinen Schnitt. Ja, eigentlich ist die Guillotine fast noch ein bisschen besser, oder? Na gut, das hat ein kleines bisschen mehr Wucht. Ja, ich werde die wieder zerstören. Raubt bei Treffer Leben. Naja, 5% des Schadens. Das ist jetzt nicht die Welt. So, jetzt haben wir zwar Münzen ausgegeben, aber ich zerlege das. Ja gut, wir kriegen die eigentlich wieder zurück. Die Münzen hier, genau. Wir kriegen das eigentlich 1:1 zurück. Das ist ganz okay. Die Stiefel hier, die bringen es nicht. Hat zwar Ausdauerregeneration plus 2. Die schmeiße ich weg. Löschen, ganz ehrlich, die brauche ich nicht. Was haben wir sonst noch? Ja, der Rest ist, das müssen wir wieder einlagern. Wolfsfleisch haben wir genug, ja, das ist schön. So, dann kommt es hier wieder rein in die Truhe. Den Ring denn? Ja, ich weiß nicht, was wir mit dem Ring machen sollen. Meint der zum Beispiel Chance, Lebensrab Chance ist das zum Beispiel bloß. Ne? Also es ist noch gar nicht mal garantiert, dass man Lebensraub macht. Von daher auch nicht so prickelnd, auch wenn es legendär ist. So, Shift R. Das geht hier nicht rein. Noch ein Mail. Gut, das müssen wir irgendwo hinlegen. Habe jetzt einen dritten Schrank ja auch hier drin. So, ja gut, das Knochenmehl, das packen wir mal hier rein. Salz. Alte Bücher, die können hier noch rein. 51, okay, das wird höher gesteckt, schön. Stofffetzen, Fellfetzen, Tierfelle, Miesmasaft. Ach, so viel haben wir da gar nicht eingenommen. Rohes Fleisch muss ich noch braten. Knochen muss ich auch noch braten hier. Die komischen Explosivkugeln. Ja, die tue ich mal dazu Munition hier rein. Die tue ich mal da reinlegen. Ja, ich werde sie nicht brauchen. Das Problem ist jetzt, jetzt muss ich halt wieder einen Slot hier. Ja, gut, wenn wir Heiltränke herstellen, dann wird sich das hier ein bisschen aufräumen. Gut, man könnte alternativ. Naja, nee, das ist. Ja, aber da. Wir könnten den Bauhammer mal endlich daheim lassen. Ich glaube, das habt ihr eh schon mal überlegt oder gedacht, ne? Dass man hier eigentlich den mal da lassen könnte. Wir können ja eh nur in diesem Flammenbereich bauen, woanders nicht. Ja, wir denn jetzt, ja gut, man könnte sich eventuell dann irgendwo hochbauen. Ja, ich sag nur eventuell. Ja, vielleicht nimmt man auch wieder irgendwann mit. So, das können wir zusammenstapeln hier. Da haben wir Heiltränke, weil ich habe mir überlegt, dass wir jetzt zum Beispiel die Heunde oder beziehungsweise. Ja, das ist jetzt wieder das echte Problem, ne? Wir machen es mal so rum und tun die heulende Klinge da rein. Und das lassen wir so, wie es ist. Feuersteinpfeile. Die können auch weg. Die können, wo habe ich. Ah ja, die waren da drin. Ja, reparieren ist gut, danke. So, das hier rein. Die Tränke, die können wir mal. Ja, gut, eigentlich können sie hoch, ne? Die Fackel, wie gesagt. Ach so. Wenn ich die Fackel nicht ganz verbrauche, dann repariere ich die mit hoch. Jetzt habe ich es kapiert. Mich gerade gewundert habe, warum die schon wieder 100% hat. Weil die haben wir ja schon benutzt gehabt. Das ist sehr interessant. Gut. Das müssen wir braten, braten, braten. Den Mais wird mir irgendwo leer haben. Haben wir es soweit. Okay. So. Ah, das. Oh geil, das Ding leuchtet sogar. Warte mal, wie stark leuchtet denn das? Cool. Das kann man als Fackel benutzen. Geil. Richtig geil. Ja gut, dann können wir eigentlich die Fackel hier unten reinlegen. Dann haben wir hier noch einen Slot frei. Dann können wir die hier drauf. Das nehme ich meine Primärleiste hier dran. Nice. Richtig nice. So, warte mal, die Fäden können wir eigentlich auch da lassen. Ganz ehrlich. So.
Friedrich, naja gut, müssen wir mal gucken. So, ja, ach so, ja, beschwören. 45 Minuten, ja gut, das machen wir jetzt geschwind noch. Falscher Schrank. So. Nein, hier. So, zack. Beschwörungsstab bereit machen. Bitte den Baldassar, den Alchemisten hier. So, den stellen wir mal hier hin. Hallo? Was? Aha! Ja, du bist ein Kasper. So, okay. So. Der Baldassar. So, dann red man mit mir noch schnell. Ein Wunder, ich bin wieder unter den Lebenden. Ich bin Baldassar, ein Alchemist. Ich stelle Tränke und andere Dinge her. So. Okay. Was hat denn der für einen lustigen Stab? Das sieht aus wie so ein Schäferstab. Ach, das soll so eine... Soll das vielleicht stilisiert eine Schlange darstellen? Schreinerei. Ewig magisch. Okay. Ein weiteres Paar Hände wäre nützlich, wenn wir jeweils planen, die Basis zu erweitern. Ich für meinen Teil könnte mehr Platz für meine Tränke gebrauchen. Ich weiß zufällig, wo sich eine weitere Krypta der Erbauer befindet. Warum siehst du dich nicht um? Ja, mal schauen. Marke hinzugefügt, ewig magisch. Wir sind Staubkörnchen in einem Wirbelwind aus Sternen, mein Freund. Traust du dich, die Hand auszustrecken, um ein Stück der Ewigkeit zu ergreifen? Vielleicht wäre ein ewiger Zauberspruch etwas für dich. Ich weiß, dass ein solcher in einer unterirdischen Gruft zusammen mit seinem schrecklichen Meister begraben wurde. Du könntest damit eine Menge Gutes tun. So, herstellen. Ein Marker, jawohl. So, jetzt gucken wir doch mal. Heiltränke. Yes. Rote Pilze. Ja, okay. Dann müssen wir halt sammeln. Die gibt es ja genügend. Wasser. Lila Beeren. Okay. Auch gut. Lebens... Was? Überlebenstrank. Ah, die können wir jetzt nicht auch bauen. Da brauchen wir die Holzsäure und die Flüssigkeit und Kohle. Okay, das ist einfach. Dann können wir die nämlich jederzeit brauen. Das ist super. Munition. Das ist für Magierstab. Harz, Teer, Knochenmehl, Eisbolzen, Misma-Flüssigkeit und Wasser. Ach so, das ist wie Eis hier, das missen wir immer. Schleifstein, Feuerstein und Stein. Einfaches Werkzeug für schlichte Malarbeiten, besonders für harte Zutaten geeignet. Insektenstaub, eine proteinreiche Zutat, die aus der kleinen Panzerung von Brutlingen hergestellt wird. Ah, okay. Da braucht dann Mörser, okay. Das können wir da also herstellen, so Pulver. Ja, proteinreiche Zutat, die will ich aber nicht essen. Chitin drin, oder? Leuchtstaub. Magischer Staub, der im Dunkeln leuchtet. Wow. Das ist wie mit dem Knicklicht im Blauen. Was macht das? Er leuchtet blau. Besteht aus den zermalen Überresten eines Glühwürmchens. Okay. Die armen Würmchen. Das können wir auch nur Mörser. Misma. Ah, Misma Seelen, ja, die Flüssigkeit hier, die wird sehr gefragt. Da müssen wir mal in welches Farmen gehen. Geister, Magierstab. Ja, siehst du, man kann auch die Dinger herstellen. Ein einfacher Magiestab, dessen Macht von der Spiralität seines Besitzers genäht wird. Genährt. Magiestäbe können mit Hilfe von Mannerzauber beschwören, Rüstzauber aus und das ist halt wie gesagt. Der hat halt eine gewisse Kraft, wie beim Bogen auch, und er schießt halt dann diese Mana-Munition. Also die Feuer oder sonst was. Hut des Alchemisten-Lehrlings. Ja gut, wenn jetzt jemand sowas machen würde, ne, dann könnte er hier so ein Set craften. Das ist für uns eigentlich uninteressant, weil wir haben das beste Physikalische. Und das ist halt Magiewiderstand, ne. Gegen Magieschaden, aber physisch halt relativ... wenig und das sieht eigentlich aus wie, ja, das sieht eigentlich fast aus wie unser erster Anfangs hier, Hose und so weiter. Ich finde es nicht so schön. Bücher dekorativ, Büchersammlung, Mobiliar, gewöhnlich. Was ist besser als ein Buch? Zwei Bücher, alte Bücher, okay. Ja, aber das bringt doch nicht mal hier irgendwie Behaglichkeit oder so was.
Büchersammlung an, das Tier wieder. So, so und so. Ein Buch, Vermittler von Wissen, Grundlage des Fortschritts und ein Feuerwerk der Fantasie. Noch ein Buch, ein dickes Buch sozusagen. Ja, ist jetzt nicht so prickelnd. Würde ich jetzt mal behaupten. Den Schleifstein können wir sofort mal herstellen noch. Den platzieren wir dann demnächst. Und ja, gut, da wird man dann auch mal einsteigen. Dass wir uns Heiltränke machen. Das werde ich aber dann offscreen machen. Das ist nicht so prickelnd, glaube ich. Gut, Leute. Dann haben wir das ja. Zurück. Ja, danke. So, den Stein. Den Mahlstein. Ja, wo setzt man denn mal hin? Ich will den eigentlich nicht in die Ecke setzen. Das ist eigentlich doof. Können wir den? Das würde sogar gehen. Witzig, oder? Wir könnten auf der Kiste hinstellen. Naja, das machen wir aber nicht. Den Dinger stellen wir mal, dass wir jedes Mal, wenn die Treppe runterkommen, drüber fliegen. Wo stellen wir das Ding jetzt hin? Ich habe keinen. Oder ich. Machen wir es mal hier hin, so. Herstellen. Da können wir gleich mal. Ja, da können wir gleich mal Knochen reinhauen. Zwei Knochen mit unter einer Minute, okay. Wir haben einen Haufen Knochen. Ach, tun wir gleich mal 100 Knochen reinschmeißen. So, was kann der sonst noch? Mehr kann er eh nicht. Knochen malen. So. Gut, Leute, dann haben wir es eigentlich wieder überstanden für heute. Ich sag mal wieder, ja, es ist eine sehr lange Folge geworden. Ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like und Kommentar da lassen. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.